Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Autoladen Dresden. Mein Name ist André und gleich wird unsere Fahrzeugpräsentation folgen von dem Objekt eurer Begierde. Das bedeutet, wir probieren es transparent als möglich zu machen. Mein Kollege filmt einfach mal rings ums Auto, geht in jede Ritze. Hier soll es aber vordergründig um den Zustand des Fahrzeuges gehen, gar nicht unbedingt um die Ausstattung. Das bedeutet, wen es doch interessiert, der klickt mal oben auf die Infobox, da wird er weitergeleitet zu Mobile. Und solange der Link aktiv ist, steht das Fahrzeug noch zum Verkauf. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß. Hallo, hier ist Alex aus dem Autoladen und heute zeige ich euch einen sehr, sehr schönen Mercedes-Benz Vito als Camper. Das Fahrzeug ist aus Baujahr 22, hat nicht mal 3000 Kilometer runter und steht in der Farbe Arctic Weiß. Ich finde, dass die Farbe bei dem Fahrzeug wirklich sehr, sehr schön aussieht. Wir gehen mal auf ein paar Details ein. Abstandswarner hat er. Ja, wie gesagt, PDCs hat er natürlich vorne. Wie gesagt, Allgemeinzustand ist wirklich neuwertig. Jetzt gehen wir einfach mal in den Innenraum des Fahrzeuges. Auch hier seht ihr verschiedene Sachen, die er hat. Höhenverstellbaren Sitz hat er, elektrische Fensterheber. Ja, Navigationssystem, Klimaautomatik, ja, viele Assistenten haben dabei, Multifunktionslenkrad. Auch die Sitze sind in wirklich einwandfreien Zustand. Das muss man wirklich sagen. Wir gehen jetzt mal weiter. Wie gesagt, oben das Aufbauzelt, nenne ich es mal, oder Aufbaudach, wo zwei Mann schlafen können. Innen können auch nochmal zwei Mann schlafen, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, jetzt sind wir hinten angelangt. Wir gehen jetzt mal erstmal auf die Heckklappe ein. Wie natürlich gesagt, PDC ist auch hinten, Rückfahrkamera hat er natürlich, wie gesagt, und noch viele andere Utensilien wie ein Gasgrill, ein Waschbecken. Also hier ist wirklich viel, viel gemacht, auch von den Zusätzen. Wie gesagt, wir haben ja auch genug Ablagefläche, wo wirklich viel rein kann. Finde ich auch noch eine sehr, sehr schöne Sache. Also wirklich zum Campen für vier Personen überhaupt kein Problem. Wie gesagt, oben und unten können jeweils zwei Mann schlafen. Ihr habt hier auch eine neuwertige Matratze. Ja, wie gesagt, alles auch zusammenbaubar. Wie gesagt, dass es ein Viersitzer bzw. ein Fünfsitzer ist. Ja, jetzt gehen wir mal in das Innere rein. Auch hier seht ihr natürlich, ja, die Auflagefläche, die kann dann natürlich nach hinten geschoben werden. Dann habt ihr hier vollwertige Sitze. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Ja, wie gesagt, jetzt gehe ich mal in das Innere des Fahrzeuges. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie oben reinkomme, dass ich euch das mal zeige, wie das aussieht. So. Und hier seht ihr natürlich dieses große Platzangebot. Also hier wurden wirklich keine Kosten gescheut. Hier wurde wirklich alles gemacht drin. Wirklich auch alles neuwertig. Also wie gesagt, das wurde nur einmal benutzt. Und ja, jetzt ist er bei uns. So, jetzt machen wir das mal zu. Jetzt sind wir jetzt schon wieder vorne angelangt. Und hier spiegelt sich wirklich der gute allgemeine Zustand wieder. Wie gesagt, ein minimaler Kratzer ist dran. Kann man aber im Nachgang auch wegmachen lassen. Ist aber eine ganz kleine Sache. Ja, aber im Großen und Ganzen steht das Fahrzeug wirklich sehr, sehr gut da. So, das war's von mir. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir schon am Ende. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt einen Termin bei uns vereinbaren. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr da. Samstag 10 bis 14 Uhr. Stehen euch da gern mit Rat und Tat zur Seite. Heißt, wenn ihr euer altes Fahrzeug in Zahlung geben wollt, optional eine Gebrauchtwagengarantie oder sowas finanzieren, da ist unser Verkäuferteam dafür zuständig. Hintenrum haben wir die Werkstatt. Dort wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren geprüft. Wir drücken auf jeden Knopf. Es wird ausgiebig Probe gefahren. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um es transparent als möglich für euch zu machen und natürlich ein gutes Auto an euch zu übergeben. Und darüber hinaus ist sicherlich irgendwann mal wieder der TÜV fällig oder ein Ölwechsel, habt ihr natürlich dann einen Ansprechpartner, nämlich uns. Und ich danke fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Video. Macht's gut, bye bye.